Moin Geartester, in diesem Video möchte ich euch das neue Infiray i3 E3 Max vorstellen. Viel Spaß! Zugeben, die ganze Benennung dieser Geräte ist etwas komisch, muss ich sagen. Ich kann mir die ganzen Namen auch nicht immer merken. Es gibt eine neue Serie von Handgeräten von Iray, Infiray und zwar die i3 Serie, also Auge 3. Hier habe ich das Gerät E3 Max. Das ist das mittlere Gerät. Es gibt eins, das ist ein bisschen kleiner, das E3 Plus, und es gibt eins, das ist ein bisschen größer, das ist das E6 Plus. Dieses Gerät ist also die Mittelklasse. Es hat ein 384x288 Pixeldetektor, 12 Micron Pixel Pitch etc. etc. Es hat eine fünffache Grundvergrößerung, 35er Frontlinse. Die ganzen Details, die technischen Daten blende ich euch hier ein. Hier vorne ist das Okular, hier ist die Dioptrienverstellung, hier vorne habt ihr den Fokusring, die Frontlinse. Hier der Deckel, Plastikdeckel, schließt aber sehr gut. Da habt ihr hier an der Seite die Ladebuchse, das ist magnetisch. Also hier klappt ein USB-C-Ladekabel, magnetisches gegen, und dann kann es geladen werden. Hier gibt es ein Wahlrad, Menü und Plus Minus, also für den Zoom, und eine Taste. Wie schalte ich jetzt das Gerät aber an? Deckel auf, startet das Gerät. Es fährt hoch, es kalibriert und ihr kriegt einen großen Bildschirm, einen 1024 Pixel großen OLED-Display. Wie ihr sehen könnt, ist die gesamte Form der Handgeräte überarbeitet worden. Die ist ein bisschen schmaler, es ist nicht mehr diese Tropfenform, die Seite ist abgeflacht. Es liegt sehr gut in der Hand, es ist super verarbeitet. Hier vorne ist es ein bisschen griffiger und hier ist es glatterer Kunststoff. Wenn ihr reinguckt, habt ihr dann am Anfang oben links seht ihr euer Farbmodi, das ist White Hot. Dann kommt der Umgebungsmodus, das ist der Forest Modus. Dann kommt die Vergrößerung, hier einfache Vergrößerung habe ich hier drin. Dann die, das ist kalibriert, also automatisch kalibriert, die Uhrzeit und der Akkustand. Wenn ich hier auf die Fototaste drückt, startet ein Video mit einem kurzen Druck und mit einem kurzen Druck endet auch wieder das Video. Ihr müsst auf jeden Fall gut auf die Tasten drücken, nur ein bisschen drücken, funktioniert noch nicht. Wenn ihr lange drückt, macht er ein Foto. Das ist also genau umgekehrt, als ich es bisher gekannt habe. Aber so ist es hier momentan. Vielleicht gibt es nochmal ein Software-Update und ändert das. Ich fand das andersrum eigentlich ein bisschen einfacher. Das Bild ist wie von Infiray gewohnt, klar abgegrenzt, viele Details zu sehen. Ein gutes Bild. Es ist halt das Mittelklasse-Gerät. Das E6 Plus hat einen 640er-Detektor. Und dann wahrscheinlich auch ein besseres Bild. Wenn ihr das Gerät ausschalten wollt, könnt ihr einfach den Deckel schließen. Dann fragt euch das Gerät, ob man Shutdown canceln möchte. Das kann man über dieses Scrollrad oder in den Standby gehen. Dann würde man auf die Fototaste drücken. Wenn ihr das Rad runterdrückt und gedrückt haltet, kommt ihr in das Menü. Da könnt ihr wieder ultraklar einschalten. Ihr könnt WLAN einschalten, Interconnection und Picture-in-Picture könnt ihr einschalten, ihr könnt die Kalibrierung ändern und ihr könnt das Mikrofon für die Videos einschalten. Das mache ich mal, das konnten nämlich die vorherigen Geräte nicht. Es gibt einen Kompass und ihr könnt natürlich die Sprache ändern. Ich stelle die Sprache mal auf Deutsch, Firmware-Aktualisierung und zurücksetzen auf Werkeinstellung. Hier dieses schon angesprochene Rad. Also einmal kurz drücken, kommt ihr in so ein Quick-Menü. Da könnt ihr erstmal die Farben durchgehen. Also es gibt natürlich White Hot, Black Hot, Red Hot, was kommt nach Red Hot, Rainbow und White Hot. Das White Hot, wenn man dann dreht, gibt es Forest Modus, Flatland, Focus, City und wieder Forest. Dann Helligkeiten, 4 Helligkeitsstufen und Kontrast gibt es auch, 4 Helligkeitsstufen. Wenn man sonst an dem Rad dreht, ohne zu drücken, zoomt man. Und zwar in 0,5er Schritten. Was ich eigentlich ganz cool finde. Und wieder zurück. Da ist man echt schnell raus und reingezoomt.
Was mich so ein bisschen an dem Gerät stört, ist, dass es eine fünffache Grundvergrößerung hat. Es hat zwar diesen 3,84er Detektor und 35er Frontlinse, aber die Grundvergrößerung ist relativ hoch, was gerade im Wald ein bisschen störend ist. Da hätte ich mir eher die Hälfte gewünscht. 2,5-fache Vergrößerung ist für mich eigentlich ideal. So eine hohe Vergrößerung stört mich eigentlich eher mehr. Es gibt aber ja noch die anderen beiden Modelle und die haben eine geringere Grundvergrößerung. Durch die große Grundvergrößerung ist natürlich auch das Sehfeld eingeschränkter, was eben im Wald ein bisschen störend ist. Ich gehe heute Nacht aber nochmal auf die Maisstoppeln und vielleicht ist es da ja sogar von Vorteil. Mal abwarten. Ich habe mal eben schnell die Kamera gewechselt, weil jetzt hier das Wild langsam auf die Freifläche zieht und ich jetzt mal gucken muss, ob da nicht was dabei ist. Ich bin einer der ersten in Deutschland, der die neuen iRay-Produkte testen darf, was ich natürlich sehr cool finde. Neue Produkte sind immer interessant. Ich werde euch jetzt mitnehmen und einige Szenen zeigen von dem Gerät. Ich denke, das ist das Interessanteste für die meisten. Wie ist die Bildqualität wirklich? Wie sieht es aus? Wie ist die Darstellung? Was kann man erkennen? Und ich hoffe, ich kann auch einige schöne Szenen einfangen. Noch auf der Sound auf den Stoppeln wäre eigentlich so mein Ziel für heute. Bei Fragen zu dem Gerät schreibt mir gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Ciao.